In der vergangenen Woche gingen gewichtigen Schritts Sicherheitsexperten des Deutschen Fußballbundes 17 ostdeutsche Stadien ab. Ein Check der Ist-Situation für potenzielle Bundesliga-Kandidaten. Wie weit ist es um die Sicherheit für Spieler und Besucher bestellt? Beispiel Magdeburg. Gute Kulisse für einen Tatort-Krimi. Bahngleise, kaputte Zäune begleiten den Zuschauer zum Stadion. Beim momentanen Zuschauerzuspruch werden glücklicherweise nicht alle Kassen benötigt. Die Stadionmauer, sie steht nicht, sie wankt, wie einst die in Berlin. Wer nicht zahlen will, findet woanders auch noch Einlass. Die DFB-Kommission hatte sich überall angekündigt. So war es möglich, dass Polizeikräfte, Fanbeauftragte, Clubverantwortliche und Mitglieder der Kommune gemeinsame Festlegungen treffen konnten. Um auch dies einmal deutlich zu sagen, Magdeburg stellt keinen Sonderfall dar. Mängel, die schleunigst zu beseitigen sind, gibt es in fast jedem Oberligastadion. An vielen Orten bedürfen die Sitz- und Stehplatzbereiche der Überarbeitung. Zur Entschärfung von Paniksituationen sind Fluchttore, die ins Stadioninnere führen, ein Muss. Und auch an die Spieler soll gedacht werden. Dort, wo sie aufs Feld laufen, wären Tunnelsysteme die optimale Lösung. Ein jeder weiß, dass dies im Moment noch Zukunftswünsche sind, deren Realisierung zudem Geld kostet. Und das hat bekanntermaßen kaum einer. Die Kommission wollte Empfehlungen geben. Sie strich und vergab keine Lizenzen. Hinweise im Sinne des Fußballs. In allen Stadien sind entweder Sektorensperren anzubringen oder vorhandene so herzurichten, dass Zuschauerbewegungen durch das ganze Stadion vom Nordbereich in den Südbereich, vom Westen in den Osten ausgeschlossen werden. Und auch für Stadien mit Holztribünen gibt es eine Übergangslösung. Und wir denken daran, dass wo Holztribünen sind, während des Spiels Feuerwehrleute anwesend sein müssen. Da muss die Feuerwehr präsent sein.